Hallo, bevor ich mit meinem monatlichen Müll loslege, noch ein kurzes Haarupdate. Wie ihr seht, war ich beim Friseur. Ansätze sehen irgendwie wieder vernünftig aus, beziehungsweise sind nicht mehr vorhanden, beziehungsweise sind blond im Gegensatz zu dunkel. Als Haarfarbe haben wir diesmal von Ion die Farbe Rose, die ich aus den USA mitgebracht habe, ausprobiert. Ein sehr pastelliger Ton, wie man sieht, also zumindest wenn man die Farbe nur 20 Minuten mit Wärme einwirken lässt. Auch wieder das gleiche Ding, meine Ansätze nehmen die Farbe oder diese Tönung am Anfang nicht so richtig gut an. Kann daran liegen, dass die ja noch relativ gesund sind, also noch nicht so porös, also wie die Farbe noch nicht so reingeht wie in den Längen, die ja schon eine Menge mitgemacht haben und eh schon ein bisschen Pigment angereichert haben. Von daher ja, also wie gesagt, jetzt erstmal so von ziemlich hell nach etwas mehr Bonbon-rosa verlaufend, aber ich finde es ganz schön. Ja, und der Vorteil an dieser Farbvariante oder Haarvariante ist ja, dass ich jederzeit mit einer Farbpro-Spülung reingrätschen kann, wenn mir das irgendwie alles nicht mehr so gefällt und ja, es so angleichen, wie ich es mag. Ja, das dazu und dann geht es auch schon los mit dem Müll. Fangen wir an mit einer Frühlingsdusche Limited Edition Himbeerextrakt von Isana. Der Duft war ganz okay, deswegen habe ich es ja auch ursprünglich gekauft. Allerdings war das eine Art von Duschbad, die ich nicht so wirklich mag. Und zwar ein sehr dünnflüssiges, was einem irgendwie so durch die Hände glitscht und ja, wo man irgendwie Unmengen von verbraucht. Einfach weil es ja irgendwie jedes Mal zum Großteil schon im Abfluss landet, bevor man es überhaupt richtig verteilen konnte. Von daher würde ich es nicht nachkaufen. Also unabhängig von der Duftrichtung halt einfach dieses Produkt an und für sich nicht. Dann habe ich von Victoria's Secret Mango Temptation eine Hand and Body Butter aufgebraucht, die hier auch schon ziemlich lange rumstand. Duft fand ich sehr angenehm, aber was ich nicht so mochte, ist, dass sie sich relativ schlecht verteilen ließ. Also sie zog nicht so wirklich gut ein. Ich habe sie jetzt natürlich auch erst in der letzten Zeit benutzt, wo es nicht mehr wirklich klirrend kalt war. Vielleicht lag es auch daran, aber also generell schwierig irgendwie, wenn man es eilig hatte, sich damit einzucremen. Von daher würde ich das auch nicht nachkaufen. Dann habe ich wieder eine Zwergengröße von L'Occitane. War eine Limited Edition, auch mit Mangoduft. Die Handcremes finde ich generell sehr gut, sehr pflegend. Findet sich sicherlich auch für jeden eine lecker Duftrichtung. Ich würde immer auf den Sale warten. Ansonsten sind die ja doch relativ teuer. Aber wie gesagt, es gibt auch in schönster Regelmäßigkeit bei L'Occitane irgendwelche Sales, sodass man die Dinger dann relativ günstig schießen kann. Und dann würde ich sie auf jeden Fall kaufen. Vor allen Dingen halt diese Größen sind auch immer super. Verreist war ich mit einer Isana Jung oder Young Packung Reinigungstücher, die ich für die Gesichtsreinigung benutzt habe. Fand ich sehr effektiv. Fürs Verreisen würde ich die auf jeden Fall auch wieder nachkaufen. Dann habe ich von Synergen wieder einen Balsam-Deo aufgebraucht. Da hatte ich mir ja ein paar zugelegt, weil ich dachte, Rossmann würde die komplett aus dem Sortiment nehmen, aber die wurden nur neu umverpackt oder jetzt irgendwie, glaube ich, der Isana Young-Reihe zugegliedert. Also das Produkt selber gibt es wohl noch, sieht jetzt halt ein bisschen anders aus. Egal, ich habe noch die alte Version, die ich auch gut finde. Dann habe ich hier von Rexaline Hydra Shock eine super hydratisierende Maske. Die kann man abwaschen, kann man aber auch die ganze Nacht auf dem Gesicht lassen, wenn man möchte. Ich habe sie zum Schluss nur noch im Halsbereich verwendet, weil ich den Eindruck hatte, dass ich, nachdem ich die benutzt habe, in den Folgetagen dann so kleine Pickelchen bekommen habe, die halt irgendwie mit keinem anderen Produkt sonst in Zusammenhang stehen können, weil die anderen Sachen halt alles Produkte sind, die ich vorher auch benutzt habe. Also wie gesagt, irgendwie der Zusammenhang war für mich dann zeitlich irgendwann klar, dass es offensichtlich an diesem Produkt liegen muss. Wenn die Pickelchen aufgetaucht sind, ich konnte die Maske auch nicht also im Augenbereich anwenden. Da hat es zumindest bei mir irgendwie hier so in dem Bereich einer Seite dann angefangen zu brennen. Das ist ja auch nicht wirklich angenehm. Von daher
kein Produkt, was ich nachkaufen würde. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es nicht gekauft hatte, sondern mal in irgendeiner Box drin war. Dann haben wir hier von Purity Made Simple den One-Step Facial Cleanser. Auch ein Produkt, was, glaube ich, gerade auf YouTube irgendwie in oder vor einigen Jahren ja rauf und runter gehypt wurde. Hatte ich mir vor 2 Jahren in New York in einem Set gekauft, zusammen mit anderen Produkten. War ich nicht wirklich von überzeugt. Also ich mochte, also die Reinigungswirkung war okay, aber ich mochte den Duft nicht. Das ist nicht parfümiert. Das Produkt ist nicht wirklich parfümiert. Aber dieser Eigengeruch, den es hat, der passte mir einfach nicht. Und auch die Textur gefiel mir ehrlich gesagt nicht wirklich. Also es hat, klar, es hat gereinigt, aber es war einfach nichts, was mir Spaß gemacht hat bei der Reinigung. Von daher habe ich das zum Schluss, nachdem ich bei Kristen irgendwann mal das so als Anregung aufgeschnappt hatte, habe ich den als Pinselreiniger benutzt. Ein zugegebenermaßen dann ziemlich teurer Pinselreiniger, aber bevor ich damit gar nichts anfange, dachte ich mir, mache ich das lieber so und ja, vielleicht freuen sich ja meine Pinselchen darüber, dass sie irgendwie mit dieser qualitativ hochwertigen Reinigung beglückt werden. Im Übrigen war es auch relativ langlebig, was aber, glaube ich, mehr über meine Schlampigkeit beim Reinigen meiner Pinsel aussagt, als über ja, die Langlebigkeit des Produktes an und für sich oder die Verbrauchsfreundlichkeit. Jo, was haben wir denn da noch? Vom Butter London Powder Room, das ist ein war ein Nagellackentferner, der wie gesagt so einen leicht pudrigen Duft haben soll. Ich fand ja, er müffte irgendwie wie alle Nagellackentferner, zumindest alle mir bekannten, in der Regel vor sich hin müffen, nämlich nicht besonders lecker. Reinigungswirk oder die Ablackierwirkung war bei dem ziemlich gut, die Verpackung allerdings mangelhaft. Ich habe mich immer gewundert, warum das Schubfach oder das Schränkchen, in dem der stand, so nach Nagellackentferner gerochen hat und bin irgendwann drauf gekommen, dass das an dem Produkt liegt. Obwohl ich es wirklich immer fest zugeschraubt habe, habe ich festgestellt, dass das zwischenzeitlich auch immer weniger wurde, obwohl ich ihn gar nicht benutzt habe. Heißt also, es ist tatsächlich dann irgendwie verdunstet aus mir nicht bekannten Gründen. Würde ich es nachkaufen? Nein. Dann haben wir von Embryolisse eine Micellar Lotion. Also auch wieder so ein kleines Reinigungswässerchen wie Bioderma, Garnier etc. pp. Fand ich sehr gut. Habe ich mir auch vor Urschleimzeiten auf der Make-up-Show Europe gekauft. Ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was das Ding gekostet hat. Es war, glaube ich, relativ preisgünstig. Kein Schnäppchen, aber okay. Ich müsste einfach vergleichen, ob das günstiger ist oder Bioderma günstiger ist. Von der Reinigungswirkung her, zumindest für oder die Art, wie ich es einsetze, war es für mich gut. Wäre also unter Umständen ein Nachkaufkandidat. Dann hat sich leider erledigt, wie hieß denn das gute Stück, Galaxy Rose, ein limitierter Lipgloss von MAC. Da komme ich leider an den Rest nicht mehr ran. Ja, ich habe es schon ewig 3 Tage auf dem Kopf stehen lassen. Ich kriege aber diesen Stopper hier auch wirklich nicht raus. Jedenfalls nicht, ohne mir irgendwas zu brechen. Von daher geht das dann jetzt leider so in die Tonne, beziehungsweise zu Josi zwecks Back to MAC. War ein ganz toller Farbton. Ich mochte auch die Konsistenz oder die Textur von diesem, was ist das, ein Cream Sheen. Wirklich gerne, habe es total gerne benutzt. Ja. Schade, dass es limitiert war. Was haben wir da noch? Evelyn 25 feuchte Tücher. So eine Packung, die ich in meiner Handtasche mit mir rumgeschlürt habe, um unterwegs mal die Fingerchen sauber zu machen. Und dann haben wir noch einen... Hatte ich euch die schon gezeigt? Ne, ich glaube noch nicht, ne? Dass ich meine Melli-Mascara rausschmeißen musste. Ich bin mir nicht sicher. Falls ich sie euch letzten Monat gezeigt habe, sorry, aber irgendwie dümpelt er sich noch an meiner Tüte rum. Das ist, wie gesagt, jedenfalls meine Lieblingsmascara, die jetzt leider so runtergerockt ist, dass ich damit wirklich nichts mehr anfangen kann. Also die ist einfach durch. Den Ansatz hat sie noch relativ gut hinbekommen, aber ich habe einfach keine Längen mehr hinbekommen. Beziehungsweise es war halt nicht mehr genug Tusche da, um dann irgendwie die Längen schön... Na, ihr wisst schon, was ich meine.
Also deswegen habe ich sie zwischenzeitlich jetzt noch benutzt, immer nur für den Ansatz und habe dann mit einer anderen Mascara auch drüber getuscht, aber auch das war jetzt zum Schluss nicht mehr so drin. Ansonsten eine ganz tolle Mascara habe ich euch, glaube ich, auch schon in meinen Favoriten gezeigt. Ansonsten schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ich die einfach wirklich sehr gut finde. Dass ihr Melli bei QVC bekommt, hatte ich, glaube ich, auch schon erzählt. Ja, also eine ganz tolle Mascara kann ich nur empfehlen. Werde ich auch definitiv wieder nachkaufen. Und was haben wir denn hier noch? Ah, von Dermalogica so ein Skin Hydrating Booster. Das war nur so ein kleines Sachet. Eine Probe, die ich benutzt habe, bevor ich nach Chicago geflogen bin. Also an dem Morgen habe ich es einfach aufgetragen, damit ich sozusagen Serum unter der Tagescreme habe, was nochmal schön Feuchtigkeit irgendwie in die Haut einlagert, weil ja bekannt ist, dass Flugluft nicht gerade das Beste ist für die Haut. Und ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass es was gebracht hat. Also klar, ich habe natürlich auch mein Rosenwasserspray irgendwie mitgehabt, das aber relativ wenig benutzt. Und dafür am Ende des Tages nach meinem Flug wirklich den Eindruck gehabt, dass meine Haut irgendwie noch ganz vergnüglich aussah. Von daher sollte man sich tatsächlich mal angucken, was dieses Produkt denn in Originalgröße kostet. Ja, so, das war's dann auch schon. Ich muss mir übrigens auch eine neue Tüte zulegen, denn die wäre mir doch jetzt fast hier unten auseinandergefallen, beziehungsweise mir wäre irgendwie alles runtergerauscht, als ich mit dem Ding hier durch die Wohnung geschluckt bin. Ja, dann, wie gesagt, sind wir hier durch. Ich wünsche euch einen zauberhaften Tag, einen schönen Abend und bis bald. Tschüss!